Willkommen zurück bei World of Warcraft Dragonflight im smaragdgrünen Traum. Und das Gebiet ist so wunderschön. Oh Mann. Gut, ich freue mich, dass wir weitermachen. Mann, das ist wirklich ein Update. Ah, das wird fantastisch. Das wird ganz und gar fantastisch. So, Kamera mal anmachen. Da bin ich wieder. Ist direkt die nächste Aufnahme in Folge, wundert euch nicht. Ich schieb mir mal ein Browser auf meinen Drittmonitor rüber. Aufnahmemonitor, Drittmonitor, Gaming-Monitor, für euch mal zur Erklärung. Damit wir jetzt mal ein paar Sachen nachgucken können. Finde ich ganz spannend, wenn wir da mal gucken können, was die Charaktere für eine Geschichte haben. So. Wilde Götter unter uns. Wir wollen ja jetzt die Hilfe der wilden Götter erbeten, damit die uns beiseite stehen, wenn wir den neuen Weltenbaum verteidigen wollen. Wir fangen mal an mit Goldrenn. Just for fun, dass wir einmal ein paar Background-Infos haben. Goldrenn. Ist das okay? Oder nehmen wir lieber das hier? Ah, sieht cooler aus. Nehmen wir das einfach mal. Plus Fensteraufnahme, abbrechen, plus Bildschirmaufnahme, zweiter Monitor. Wobei hier, ja, ich mach's mal einfach hier hin. Hier so. Dann seht ihr das auch. Goldrin. Von den Uralten ist Goldrin der herausragendste. Seine Wut, seine Entschlossenheit, man kann ihm einfach nur nacheifern. Ah. Schrein von Goldrin. Der Wolfsgott trug bei den Elfen den Namen Goldrin und bei den Orks den Namen Logosch. Seine Beharrlichkeit ist legendär. Der Schrein von Goldrin befindet sich in einer Senke westlich des Weltenbaums Nordrassil auf dem Hjall. Der Wolfsahn Goldrin wurde vor langer Zeit nach dem Krieg der Ahnen von den Druiden des Rudels verehrt. Diese Nachtelfen unter Führung von Ralar Flammzahn waren in der Lage, eine mächtige, aber schwer zu kontrollierende Tiergestalt anzunehmen, die Goldrins Zorn verkörperte. Der Wolfsgott ist allerdings auch den Orks bekannt unter dem Namen Logosch. Goldrins unbändiger Durchhaltewillen ist ein Mythos. Krieger aller Ränge besuchen daher den Schrein von Goldrin in der Hoffnung, sich diesen Heldenmut in Schlachten zu eigen zu machen. Sense von Elun. Die Druiden des Rudels versuchten, dem unbändigen Zorn ihrer gewählten Gestalt Herr zu werden, unterwarfen sich zu diesem Zweck den Energien der Sense von Elun, die aus Goldrins Fangzahn und dem Stab der Elun gefertigt wurde. Doch statt der Zorn der Druiden zu mildern, verwandelte die Waffe Ralar und seine Anhänger in Worgen. Bestialische Humanoide. Boom! Worgen! Kennen wir ja als spielbares Volk. Und die ersten Worgen waren ja Nachtelfen, scheinbar. Die einfach einen Fangzahn von Goldrin genommen haben und den Stab von die Sense von Elun geschaffen haben. Die Sense von Elun besitzen wir übrigens, ne? Außer ich habe sie in mein Bankfach gemacht. Was ich mir nicht vorstellen kann. Habe ich? Habe ich scheinbar. Okay, ja, die Sense von Elun, mächtiges Artefakt, das man ja dann in Legion auch tatsächlich bekommen kann. In Classic nicht. Gut, so viel zu Goldrin. Das Bild sieht auch geil aus, ne? Ja, viel zu viel Werbung hier überall. Ich mach mal kurz weg. Und lass mich mal, vielleicht nehmen wir doch die andere Seite. So. Goldrin ist der wilde Gott, der wilde Wolfsgott Kalimdors. Besonders die Völker der Horde verehren ihn für seinen wilden und furchtlosen Kampfstil. Vor 10.000 Jahren im Krieg der Ahnen vernichtete er zahlreiche Dämonen, bis er an seinen ganzen Wunden starb. Es wird gesagt, dass er die Nachtelfen von Elde Talas in taktische gute Position geführt hat, damit diese den Sieg erringen konnten. Seine Legende lebt besonders in den Herzen der Orks, Zwerge, Trolle und Elfen weiter. Alle haben ihre eigenen Geschichten, doch in allen von ihnen geht es um den unerschütterlichen Willen des Wolfgottes.
In Cataclysm wird sein Schrein am Berg Jall von den Worgen des Schattenhammer-Clans überrannt. Nach dessen Säuberung gelingt es den Wächtern des Jall, den Wolf aus seinem Schlummer im Schmackrum-Traum zu rufen. Er kämpft später an der Seite von Cenarius und Aviana gegen Ragnaros. Die Worgen sehen Goldrim als ihren Vorvater. Und in der Tat, einst versuchten die sogenannten Druiden des Rudels in der Rudelform, seinen wilden Kampfstil zu übernehmen, doch ihr Wille hielt der Grausamkeit nicht statt. Malfurion Sturmgrim und seinen Druiden war klar, dass mit Doppel-S sie diese wilden Wolfswesen wegsperren müssten. Sie ruhten es mal im Traum, bis Arugal sie erweckte. Die Worgen von heute sind Opfer des durch einen Biss übertragenen Fluchs der Worgen von einst. Genau. Also die Urworgen sind die von der Sense mit dem Fangzahn. Und die Worgen von heute, also aus hier, dass ich diesen Namen immer wieder vergesse, kann einfach nicht wahr sein. Gilneas wurden gebissen. Okay. Das ist Gold drin. Kann man irgendwo suchen? Suchen. Konzu. Falsche Tastatur. Vielleicht bin ich auch einfach doof. Okay, die gab es vorher scheinbar nicht. Okay, die gab es vorher nicht. Okay, da will ich nichts spoilern. Gut, so wie dazu. Finde ich cool mit dieser Background-Info, deswegen habe ich mir auch einen neuen Monitor geholt, einen dritten Monitor geholt, ist ja kein neuer, damit wir sowas eben gucken können. So, gehen wir mal zu den alten Göttern. Wilden Göttern, bitte streichen, bitte einmal im Transkript korrigieren. Aber wow, es ist wirklich ein wunderschönes Gebiet. Und natürlich, da wir ja eine Druidin spielen, passt das wie Faust aufs Auge. Das ist schon geil. Mit den Wurzeln hier überall. Oh Mann. Hat natürlich was vom Ardenwald, aber wesentlich saftiger, blühender, strahlender, leuchtender. Wow. Hüter des Hains. Und die Modelle sind auch fantastisch bis jetzt, ne? Also. Oh. Gold drin. Hör mal. Deine Nachfahren sind übelst die Worgen geworden. Modakrim. Alinura. Die sind jetzt Müll? Einst zur Stärkung der Ausrüstung verwendet, jetzt nur noch Dekoration. What? Krass. Machen wir mal schnell so. Nehmen wir schnell die ganzen Vorlagen mit. Mühsam zusammengesammelt natürlich. Könnt ihr mal gucken, was das alles so war. Leder am Schien, aha. Schäbiger Helm. Schulterpolster des Pioniers. Ja. Ja, krass, dann weg damit. Ja, Season 2. So viel dazu, ne? Krass. Tja, dann haben die Gegenstände ausgedient. Das waren ja die Flammenwappen und sowas, waren ja die Upgrade-Gegenstände in 10.1.5, ne? Okay. Uralter, Goldrin. Welche Weisheit sucht ihr? Ein Sterblicher wagt es, den Traum zu beschreiten. Eine beeindruckende Leistung, und das in einer Zeit solcher Not. Die Druiden der Flamme stecken unsere Heimat in Brand. So wenig hat sich hier in so langer Zeit verändert, und doch ist es noch immer schwer, den Faden zu folgen. Nun kommt der Wandel. Vielleicht kann ich euch helfen, um euch ihm zu stellen. Wer seid ihr? Ich bin die Reißzähne des Zorns. Das Rasen
eines in die Ecke getriebenen Tieres, der hungernde Jäger, der Blut gewittert hat. Ich bin der kürzeste, klarste Moment vor eurem Tod auf dem Schlachtfeld. Die Stärke, die nur aus unüberwindbaren Widrigkeiten erwachsen kann. Der Geist eines Gottes, den viele kennen. Denn Zorn und Raserei kennen keinen Unterschied. Merifra bittet euch um Hilfe bei der Verteidigung des Weltenbaums. Und ich antworte dem Ruf des Rudels. Gemeinsam werden wir den Traum und den Baum verteidigen. Jetzt startet die nächste Superblume. Wir haben keine Kiste bekommen. Ich will es mal festhalten. Wir haben für mein Empfinden bei der Superblume im letzten Video keine Belohnung gekriegt. Meine Vermutung, hier kommen noch Weltquests. Hier ist so ein Grabhügel. Oh, sehr schön. Pinienmaus. Was ist das denn? Wie süß sieht das denn bitte aus? Na, meine Vermutung, es kommen noch Weltquests. Hügel der Tagträume. Älteste Kasafine. Wandelt sanft auf der Erde. Die Blumen gehen in Flammen auf, sie lodern hell, ohne zu verbrennen. Wer seid ihr? Ich bin eine Älteste der Dryaden, eine der Verteidiger des Traums. Seit Äonen beschütze und pflege ich diese Haine. Und doch schienen sie nie weiter zu gedeihen. Sie verbleiben bloß, sie schlafen. Macht es überhaupt einen Unterschied, dass wir hier sind? Würden diese Felder genauso bleiben, wie sie sind, oder muss ihnen etwas Schreckliches widerfahren, damit sie sich endlich erneuern können? Findet euren Weg. Gruselige Vorstellung, dass erst die Vernichtung oder das Schadennehmen für einen Wandel sorgt. Oh, ist das schön! Ja, wir folgen erstmal dem Weg. Wir müssen hier bestimmt noch rein. Oh Mann, ist das schön. Es ist echt schick. Was ist das denn hier? Und obendrauf natürlich ein Mond. Schön. Ja, es ist optisch sehr schön. Also es gefällt mir total gut. Auch sehr viele Details, sehr... Gut, gehen wir mal zu Konzu. Konzu. Lore der Veränderung. Und so wie ich das hier sehe, ist das ein gänzlich unbekannter Lore. Also man kannte dieses Wesen noch gar nicht vorher. Weiß ich nicht. Was haben wir hier? Eine sterbliche Seele, deren Anwesenheit das Reich verändert? Ihr seid wirklich interessant. Und wer seid ihr? Ich bin der kühle, frische Geruch des bevorstehenden Regens. Ich bin das Gesicht, an das ihr euch nicht recht erinnern könnt. Ich bin der Bote des Wandels, der Schnitter der Konsequenzen. Ich diene dem ewigwährenden Fluss des Lebens und bin ein Opfer seiner Signation. Spreche ich die Wahrheit? Oder führe ich euch mit meiner Pracht hinters Licht? Ich hatte die Hoffnung, ihr könntet es mir sagen. Er sieht wunderschön aus. So schön, dass ich sprachlos bin. Wow, und die Kette. Es ist schon echt geil. Ja, Merifra bittet euch um Hilfe bei der Verteidigung des Weltenbaums. Warum sollte ich den Traum vom Wandel abhalten? Ich werde abwarten und zusehen, was passiert. Versucht nicht zu sterben.
Okay, eine total irre Eule. Dann haben wir jetzt, wen haben wir jetzt? Älteste Cassafines. Was ist mit meinem Chrome hier jetzt los? Also nicht mit Chromie, sondern mit meinem Chrome. Älteste Cassafines. Kommt gar kein Treffer, okay. Ach, sag bloß, wir müssen in den Grabhügel rein. Wer hätte das nur gedacht? Also in den Hain. Ja, keine Ahnung, kommt nix. Also ist kein bekannter Loa oder kein bekannter wilder Gott. Sag jetzt nicht, das ist die Dryade, das wäre so wack. Das wäre wieder so typisch ich. Ja. Wir waren gerade bei ihr und ich wusste schon nicht mehr, wer es ist. Ja, Merifra bittet euch um Hilfe bei der Verteidigung des Weltenbaums. Einem Freund zu helfen oder Erneuerung zu suchen. Die Portale sind offen! Die Flammen sind hier! Ganz kurz, auch gerade bei dem Loa war ja sehr interessant. Sie sagte ja, kommt Veränderung nur durch, ne? Hier, warum sollte ich eingreifen? Und die Erneuerung stoppen. Wenn man natürlich will, dass sich alles ändert und einem ewigen Fluss bleibt, dann will man den smaragdgrünen Traum ja gar nicht erhalten, sondern vielleicht ja sogar sehen, dass er sich verändert. Also als Loa der Veränderung hätte ich ja nichts dagegen, dass sich der smaragdgrüne Traum verändert. Do you know? Da ist irgendeine Statue oder so. Ach du Scheiße. Szenarios? Für Äonen haben wir über den Traum gewacht. Wir haben Anstürme und Verluste erlitten. Aber wir müssen die Stellung hier halten. Die Flammen dürfen nicht unser Herz erreichen. Das kennen wir schon. Wir kommen zu spät. Phyraks Truppen haben ihren Angriff auf den Traum bereits begonnen. Die Druiden der Flamme öffnen einen Weg in den Traum für Phyraks Truppen. Jeden Augenblick kommen mehr von ihnen. Wir müssen diese Flut aufhalten, bevor sie uns überschwemmt. Mächtige Gegner lauern unter den Feinden, die Phyrak im Traum beschworen hat. Ich habe Cassafines nicht mehr gesehen, seit sie aus dem Hügel hervorgetreten ist. Findet sie und helft unseren Verbündeten, die Anführer niederzustrecken. Mach ich! Okay, also Phyraks Truppen bekämpfen und die zwei Anführer besiegen. Ich hoffe, dass die Dryade uns nicht in den Rücken fällt. Nein, da ist sie! Ich helfe dir! Und wachst. Nein! Mein Herz brennt vor Erneuerung. No way. No way, ich hab's geahnt! Toll. Geheimnisvolle Samen. Eine Vielfalt ungewöhnlicher Samen. Oh! Grottendrache der Netherschwingen. Dreifach stachelbesetzter Kamm. Sylvia Flüsterblüte könnte sich für diese geheimnisvollen Samen interessieren. Okay. Toll, ist sie einfach böse geworden. Das gibt's doch nicht. Dechiffrieren und zack. Können wir direkt den Feendrachen anpassen. Sehr schön.
Es ist perspektivisch die Frage, wir können es natürlich auch umspecken, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen, oder? Gleichgewicht. Ich bin nur nicht der Profi in Druiden-Gameplay, ne? Denk dran. Deswegen müssen wir schauen, wie wir klarkommen. Oh, die Leiste hier sieht neu aus. Beinkleider des Herbstdruiden. Yo! Das ist ja beautiful. Das ist richtig schick. Wow. Wow. Ich finde die Füße jetzt nicht so schön. Mit diesen Krallen. Wobei auch das ist cool. Wow. Nicht schlecht. Ja, ihr seht gerade mein größtes Problem. Ich weiß nicht, wie man überleben soll als Gleichgewichtsdruide. Man bekommt so viel Schaden. Wow, Kiefernzapfenzepter. So, das ist das Problem. Ich habe das gesehen. Ich weiß nicht, wie man gegen diesen Schaden ankommen soll. Als Gleichgewicht. Ihr könnt Wildheit mal ausprobieren. Deswegen finde ich Druide sehr schwierig. Heiler-Druide ist okay in Instanzen. So, hier ist das Gleiche auch. Wobei es hier geht wenigstens mit dem Gegenheilen. Ja, aber das ist wirklich eine Gewohnheitssache, ne? Also hat es relativ gut geklappt. Als Katzendruide.
Grüße, Champion. Es sind zu viele Portale. Ich kann sie nicht alle schließen. Gut im Frieden. Ihr habt gut gekämpft, doch ich fürchte, wir können diese Truppen nicht mehr aufhalten. Sie können den Traum für immer verändern. Der Traum leitet euch. Es ist schlimmer, als ich dachte. Jedes Mal, wenn wir ein Portal schließen, öffnen die Druiden der Flamme weitere. Ich fürchte, uns steht noch größere Gefahr bevor. Für Armee, Rossi. Primalisten, Jaradin und Druiden der Flamme arbeiten gemeinsam gegen uns, aber ich spüre, dass das nicht alles ist. Etwas Mächtiges versucht, durch dieses Portal zu kommen. Versuchen wir, es so lange wie möglich auszusperren. Okay. Sie kommen so schnell, wie ich ihre Portale schließe. Vorsicht! Ach du Scheiße. Seht die Waffen der Schattenflamme! Und euer Ende. Folgt mir! Durch das Portal! Schnell! Wir hauen ab! Fliegt, kleiner Drache! Meine größte Schöpfung wird euch die Flügel brechen! Wir haben aufgegeben! Für Äonen haben wir über den Traum gewacht. Erzählt mir von euren Träumen. Krass, seine Rüstung hier, ne, mit dem Messer. Wow. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Uns bleibt keine andere Wahl, als uns zum Baum zurückzuziehen, bevor Phyraks Streitkräfte eintreffen. Und die Älteste, Kasafine. Ich fürchte, sie ist schon an diese Prophezeiung der Flammen verloren gegangen. Offensichtlich. Offensichtlich. Mögt ihr friedlich träumen. Dieser Baum ist friedlich im Traum herangewachsen, seit er hier gepflanzt wurde. Wir haben über ihn gewacht und ihn gepflegt. Und jetzt, kurz bevor er seine Kinderstube in diesem Reich verlassen und nach Azeroth übertreten will, sehen unsere Feinde ihn als Mittel für ihre eigenen Zwecke. Doch er ist so viel mehr. Kommt, lasst uns zu Amir-Drasil gehen. Ja, die Druiden der Flamme und allen voran natürlich Phyrak wollen ja die Macht des Weltenbaums benutzen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und Phyrak will ja die Inkarnation, also die Urmacht, die Urelemente, die Urprotodrachen sozusagen, wiederherrschen lassen und eben den Einfluss der Titanen. Und denkt dran, auch die Druiden, auch die Nachtelfen sind das Zeugnis der Titanen. Das wollen die, will Phyrak ja komplett von der Welt tilgen. Also er will ja alles, was die Titanen geschaffen haben, Leben, Natur, alles wegmachen. Und er will wieder zurück zu dem Stand, dass diese Urkräfte herrschen. Ne? Und dafür will er eben den Weltenbau benutzen. Okay. Amir-Drasil, Krone der Harmonie, Spross zweier Welten, ein Fenster zwischen Leben und Tod. Die Winterkönigin überreicht der Tyrande seinen Samen. Hier im smaragdgrünen Traum gedeiht er. Aber andere wollen seine Macht für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Das müssen wir verhindern. Und das werden wir hoffentlich. Ich habe ein schönes Mount übrigens. Guck mal hier. Das war ja mal das Mount, über das die Community abstimmen konnte. Okay. Ja, hier. Kräuterkunde nehmen wir mit. Ja. Oh, auch schön. Naki, Glut des Nachwachsens. Okay. Ich weiß auch nicht, in welcher Zeitspanne die Kapitel freigeschaltet werden, ne? Da müssen wir auch mal gucken. Oh, Tyrande auf ihrem Säbler. Wow. Ich spreche für mein Volk. Die Kaldorei werden diesen Baum beschützen. Was bedeutet Amir-Drasil?
Amidrasil bedeutet Krone der Harmonie. Es ist ein Symbol unserer Hoffnung und unseres Strebens nach einer neuen Zukunft. Als ich das letzte Kind von Danassos in meinen Arm hielt, wünschte ich mir sehnlichst, dass das nicht unser aller Ende ist. Aber ich weiß, dass wir gemeinsam für diese Zukunft kämpfen müssen. Deswegen verteidigen wir diesen Baum. Und wenn die Göttin will, dass er blüht, werden wir einmal mehr eine Heimat haben. Die Kaldorei werden überleben. Wir sind rechtzeitig angekommen. Wir müssen Kasafina aufhalten, bevor sie den Baum schaden kann. Oder uns. Mann, ich habe mir schon bei ihrem Text gedacht, dass sie davon überzeugt werden könnte, dass erst durch Schaden Erneuerung stattfindet und sie deswegen für die Wandlung ist des Traums in ein Flammenmeer. Müsst ihr schon gehen? Die Druiden in der Flamme, die Druiden der Flamme stellen eine größere Bedrohung dar, als mir bewusst war. Wir lassen nicht zu, dass Fyrak und seine Truppen in den Traum strömen, sie verführen. Sie lassen nicht nur zu, dass Fyrak und seine Truppen in den Traum strömen, sie verführen auch die Bewohner des Traums zur Flamme. Wir dürfen nicht lange darüber grübeln, wie das passieren konnte. Es schmerzt mich, aber die älteste Kasafine muss aufgehalten werden. Folgt Tyrande und setzt der Dryade ein Ende. Die Dryadenälteste hat ihr Herz der Flamme hingegeben. Ast des munteren Hirschbocks. Spitze des munteren Hirschbocks. Schick. Und in Frieden. Oh, ihr neues Modell! Sicher jetzt erst! Das sieht ja mega realistisch aus. Oh, nein. Die Kaldorei haben die älteste Kasafine am Rand von Amidrasil abgefangen. Wir werden sie niederstrecken, wenn wir müssen, Merifra. Geht, Tyrande. Ihr auch, Leuna. So sehr es mich schmerzt, eine weitere Freundin zu verlieren, wir haben keine Zeit und keine Wahl. She is so beautiful. Oh, mit den Hörnern. Okay. Wow. Einfach nur wow, oder? Es ist ein wenig, als würde man über Teldrassil laufen, tatsächlich. So Startgebiet der Nachtelfen. In natürlich hübscher, klar, moderner. Aber wow. Wow, wow, wow. Feuerbruch. Boah. Tyrande, Mann. Wow. Auch cool. Ist ja fast so Wächterin-mäßig, ne? Oh, mit dem lila Rot hier. Das sieht ja geil aus. Oh mein Gott. Die Schulterplatten sind ja wunderschön. Elegante Oberkleidung der grünen Drachen. Wow. Die Lords des Feuers kehren zurück und bringen neues Leben.
Nein, ich kämpfe für Leben tatsächlich. Es tut mir leid, meine Freundin. Was hat sie zur Flamme verführt? Warum nehmen sie sie an und versagen unserem Volk eine Heimat? Gute Frage. Was verspricht sich eine Dryade davon, den Weltenbaum für die Inkarnationen zu erobern? Grüße. Alex Rasa, was machst du denn hier? Der smaragdgrüne Traum ist ein Ort der wilden Natur, Magie und des Lebens. Es macht mich traurig, eine der unseren so enden zu sehen. Ich hoffe, dass sie nicht nur die erste von vielen war. Ruht in Frieden. Was ist denn jetzt los? Es brennt. Ich höre nahende Flügelschläge und rieche die Schattenflamme. Fyrak ist hier. Geritos Schmerz wird nicht ungesühnt bleiben. Denk dran, Fyrak hat ihren Sohn gefoltert. Ne? Okay. Der Traum leite euch. Fyrak nähert sich. Wappnet euch. Müsst ihr schon. Ich wusste, dass ihr kommt. Es zieht sie zum Feuer wie Motten. Wie sehr ich wollte, dass ihr das seht. Alex Tasa, dieser Weltenbaum, das Herz seiner Macht, voller Schatten und Flamme. Aber jetzt, da ihr und eure Champions hier seid, warum warten? Ich vernichte euch sofort! Der Sieg über diese verräterische Königin sollte glorreich sein. Aber der Plan, Fyrak, erinnert euch an euren Plan, sie zu verspotten, zu erniedrigen und zu zerschmettern? Öffnet den Weg zum Tempel. Dann wird der Baum euer sein. Ja. Und wenn ich habe, was mein ist, werden meine Feinde brennen! Ja, klassischer Hochmut. Statt's direkt zu Ende zu bringen, ach Fyrak, du Anfänger. Was können die Kaldorei für euch tun? Er hat den Baum verschont? Hat er ein anderes Ziel? Und warum hört er auf diesen Druiden der Flamme? Ja, weil er den Baum nicht zerstören, sondern ihn für seine eigenen Zwecke benutzen will. Für Amir-Drassil. Fyrak hat sich von Amir-Drassil zurückgezogen, aber das macht mir nur noch größere Sorgen. Er muss ein anderes Ziel im Traum haben. Wir müssen uns mit den anderen am Fuß des Weltenbaumes beraten. Tyrande und die Kaldorei haben ein Lager errichtet. Ich muss mit Alex Traser darüber sprechen, wie es weitergeht. Gewährt Ruf bei den Traumwächtern. Hm? Mögt ihr friedlich träumen. Die anderen werden uns am Fuß von Amir-Drassil treffen. She's so beautiful! She's even more beautiful! Scheiße. Okay. Vielleicht bekommt man die Belohnung auch erst, wenn wir die Fraktion freigeschaltet haben, vielleicht? Hier? Schließt die Quest zu Hause im Traum, Zentrallager im smaragdgrünen Traum ab. Hm? Ach, guck mal, da sitzt ja Gold drin. Mit 233 Millionen Leben. Zentrallager. Wenn man vom Teil. Oh. Leute, Nachthelfen! Ist das geil! Oh Mann. Anglerin. Elun Ador. Astaya. Wir haben so viel bei Tel'Drassil verloren, auch meine geliebte Akine. Dieses Amulett ist alles, was mir noch von ihr bleibt, nachdem die Horde Tel'Drassil zerstört hat. Es ist mein wertvollster Besitz. Ich bin keine Kriegerin oder Priesterin, nur eine einfache Fischerin, aber als ich hörte, dass dies unsere neue Heimat sein würde, musste ich meinen Teil dazu beitragen, egal wie klein.
Akine hätte es so gewollt. Kurze Erklärung. Und das ist ziemlich geil. Wir werden sehr viele Charaktere aus oder von Teldrassil hier wiedersehen. Astaia ist nämlich niemand Geringeres als die Anglerin aus Classic von Teldrassil, von Patch 1.1.3. Sie hat überlebt, dass Sylvanas den Weltenbaum zerstört hat und hat jetzt hier ein neues Zuhause gefunden. Viel Glück. Ikarius? Ach, das ist jetzt nervig mit dem Ausblenden hier, ne? Okay, das ist kein bekannter Charakter, glaube ich, oder? Nee. Okay. Szenarios. Malia Pierce. Sian Chim. Aha. Also Zandalari-Troll und Kultirana. Gegenstandsaufwertung. Wie klappt denn das jetzt hier? Stab. Ja, sparen wir erstmal. Sparen wir. Wir haben lange genug geschlafen. Genau. Schaut euch diesen Ort an. Es gibt so vieles zu erkunden und so vieles zu erleben. Wenn ich richtig liege, was ich normalerweise auch tue, dann müssen wir Flugsteine mit Wappen aus dem Traum verwenden können, um die Abenteuerausrüstung, die ihr findet, aufzuwerten. Die Möglichkeiten allein schon, die schiere Macht, sollten es mehr als wert sein. Also, wie kann ich euch helfen? Beginnt mit einem Stein. In diesem Land gibt es so viele Geheimnisse und noch mehr Macht. Und wir beide wissen, dass ihr gerne Geheimnisse lüftet und wunderbare Ausrüstung sammelt. Und wenn ihr bereit seid, die Macht der Ausrüstung freizusetzen... Diese Musik. Die ihr in diesen neuen Landen findet, sucht Kusolov und mich auf. Kusolf und mich auf. Wir führen Experimente durch und werden eure Ausrüstung aufwerten können, wenn ihr wieder zurück seid. Bitte bringt mir Flugsteine und einen neuen Gegenstand, damit ich euch zeigen kann, wie diese Aufwertungen funktionieren. Besorgt 50 Flugsteine, indem ihr einzigartige Kreaturen besiegt, Dungeons und Schlachtzüge meistert, Weltquests abschließt oder Schätze plündert. Sprecht danach mit Kusolf und wertet einen Ausrüstungsgegenstand aus Season 3 unter Einsatz von Flugsteinen auf. Findet Stärke in Einigkeit. Möget ihr finden, was ihr sucht. Ah, seht euch nur diesen Schimmer, dieses Schimmern und Glitzern an. Es ist eine Welt der Wunder. Ihr habt die Grundlagen gelernt. Jetzt könnt ihr ganz leicht Ausrüstung der unteren Stufen aufwerten. Eher früher als später werdet ihr jedoch bessere Ausrüstung finden, die ihr nur mit Hilfe von verschiedenen Arten von Traumwappen aufwerten könnt. Ähnlich wie bei den Flugsteinen erwerbt ihr diese Wappen durch zahlreiche unterschiedliche Aktivitäten. Traumwappen lassen sich in 4 Ränge unterteilen und je gefährlicher die Aufgabe, desto höher der Rang der Wappen. Geht und erledigt Aufgaben, besiegt furchterregende Feinde, findet Schätze und bringt mir ein paar Handvoll Traumwappen des Weltlings. Klare Himmel und starke 15 Stück, okay. Wir gehen die einfach mal alle durch, ja? Kylania. Scheiße. Ist das krass. Auch aus Classic. Ich kann euch mal hier das zuschneiden. Wartet, wie ging das nochmal? Nee. So. Also sie ist auch aus Classic. Ishnuala. Sylania. Die Göttin schütze euch. Aber sie hat eine neue Rüstung an. Auch 1.1.3. Dann haben wir hier Mythrindir.
Ja, dann darf ich ihn hier nicht suchen. Wir sind auch gerade in Classic, ne? Wo komme ich denn hier? Retail. Auch der Nassus. Darf doch nicht wahr sein. 111. Er ist auch aus der Nassus. Professor Esche. Der aber wahrscheinlich nicht. Elandriff. Hey, was ist denn hier los? Warum kann ich denn hier nicht reintippen? Jetzt geht's wieder, hä? Auch aus der Nassus. Ist das geil. Und auch ein neues Outfit. Oh Mann, Leute. Sowas liebe ich ja, ne? Freiwillige Köchin. Caldara. Hammer. Oh Mann. Sowas sind coole Details. Was führt euch hierher? Talisa Flüsterblüte. Saatblüte. Die Blüte einer Pflanze, die mit der Lebensblütenessenz erfüllt wurde. Diese seltenen Knospen besitzen mächtige ästhetische und belebende Eigenschaften. Wird verwendet, um Gegenstände von Talisia Flüsterblüte im Zentrallager zu kaufen. Yo. Stoff. Ah, okay, das ist dann hier dieses geile Set. Heilige Scheiße, sieht das gut aus. Wow. Lebt wohl. Du vielleicht auch? Sei Liene. Sie auch. Ah, die Legende von Elun Ahir. Wie bei uralten Mythen üblich, sind die Einzelheiten dieser Geschichte oft umstritten. Kann gelesen werden. Während wir uns versammeln, um Amirdrasil zu beschützen, kommen wir nicht umhin, uns an die tragischen Schicksale vergangener Weltenbäume zu erinnern. Jene, die wir an Opferung verloren, an die Verderbnis, an die Flamme. Jene... Doch es gibt eine uralte Erzählung, von der manche behaupten, sie sei nur eine Legende. Sie berichtet von einem früheren Weltenbaum, der ebenfalls ein trauriges Schicksal erlitt. Er lebte zwar nur kurze Zeit, aber sein Vermächtnis bleibt erhalten. Lange vor der Geburt der ersten Drachen wurde Ezreth von sich windenden Schrecken erobert, die vom Himmel herabstürzten und unsere Welt heimsuchten, die alten Götter. Wir wissen nicht, wie lange die Herrschaft ihres schwarzen Imperiums andauerte, aber es muss eine Zeit der unvorstellbaren Leids gewesen sein. Dennoch kam eines Tages Hoffnung auf. Der tapfere Titan Agramar entdeckte Ezreth, das wie ein Leuchtfeuer im großen Dunkel erstrahlte. Als er die Schönheit und Kraft seiner stummenden Seele betrachtete, wurde ihm klar, dass es gefährdet war. Er erzählte den anderen Mitgliedern des Pantheons, wie die Welt, nach der sie gesucht hatten, von den alten Göttern verderbt worden war. Die Titanen versammelten sich, um diesen dunklen Einfluss auszurotten. In dem Bestreben, Hoffnung und Heilung zu bringen, trug unser Schutztitan Eona ein Geschenk von Elun bei sich. Einen Zweig von Garnier, dem Mutterweltenbaum. Die Titanen glaubte, dass der Einfluss des Lebens die Dunkelheit vertreiben würde. Also streckte sie ihre Hand aus und formte den Boden von Ezreth, indem sie den Zweig dort einpflanzte, wo er von Wasser und Luft genährt werden könnte. Der Zweig wuchs schnell zu einem Baum heran, dessen Wurzeln bis tief unter die Oberfläche reichte. Eona lächelte, denn überall, wo sich die Wurzeln erstreckten, entstand neues Leben. Sie nannte den Baum Elun Ahir, in Erinnerung an ihre große Liebe. Als Amantul sah, was Eona getan hatte, tadelte er sie. »Das entspricht nicht der Ordnung«, rief er. »Ihr habt diese Welt mit unkontrollierbarem Chaos infiziert.« Der Hochvater griff sich den Stamm des Weltenbaums und entriss ihn der Erde.
Eona weinte bittere Tränen, die auf den entstandenen Krater herabregneten. Doch als sie auf die verwüstete Erde hinunterblickte, erkannte die Titanin etwas, das sie nicht mit dem Hochvater teilte. Obwohl Amantul den Baum zerstört hatte, hielten sich einige verschlungene Wurzeln noch immer fest unter der Erde, verborgen von seinen Blicken. Als die Streitmacht der Titanen Krieg gegen das Schwarze Imperium führte, bat Eona ihre Hüterin Freya, über den Krater zu wachen und das dort erblühende Leben zu pflegen. Unter der Erde nährten sich die Wurzeln von den Tränen Eonas und wurden stark. Der Krieg zog sich lange hin, aber am Ende errangen die Titanen den Sieg und Eona war zufrieden, denn sie wusste, dass Eluns Vermächtnis weiter bestehen würde. Es heißt, dass viel später, als die Welt in ein neues Zeitalter eintrat, geheimnisvolle Wächter kamen, die ihr Leben dem Schutz der Wurzeln widmeten. Aber diese Geschichte wird ein anderes Mal erzählt. Jetzt wollen wir zusammen mit unseren Verbündeten Amidrasil die Krone der Harmonie verteidigen. Gemeinsam werden wir dieses Symbol der Hoffnung und der Zukunft beschützen. Können wir bitte ein Rollenspiel bekommen im World of Warcraft-Universum, was in der Vergangenheit spielt und von genau dieser Geschichte handelt, wie wir Elun Ahir verteidigen, dann Amantul kommt, den einfach rausreißt, weil das nicht der Ordnung entspricht. Hammer. Oh mein Gott, er ist auf einem Auge blind. Alassin. Come on, das ist so geil. Und hier war er noch nicht auf einem Auge blind. Und er hat auch die Brandnarbe im Gesicht. Willkommen im Traum, Champion. Leora. Friede sei mit euch. Und mit euch. Ach man, ich liebe WoW. Furorion! Vyranov, was macht ihr denn jetzt alle hier? Ihr steht vor dem schwarzen Prinzen. Es ist schön, euch zu sehen. Azeroth erwarten viele Bedrohungen. Phyraks Angriffe auf den smaragdgrünen Traum müssen aufgehalten werden. Bleibt euren Werten treu. Ich bin gespannt, welche Rolle sie noch spielen wird. Ich meine, wir haben einfach eine Inkarnation auf unserer Seite. Ich werde zuhören. Dieser Baum symbolisiert eine Wiedergeburt für uns alle, die Sterblichen, die Drachen und Azeroth selbst. Wir müssen ihn mit allen Mitteln beschützen. Klare Himmel und starke Winde. Jetzt, wo wir einen Moment zum Durchatmen haben, können wir uns überlegen, was wir als nächstes tun. Und ich weiß, dass wir mit euch an unserer Seite stärker sind. Ruht in Frieden. Die Kaldorei haben unter den Ästen von Amidrasil einen provisorischen Stützpunkt errichtet. Mit Hoffnung und harter Arbeit wird dieses Lager dauerhaft werden, wenn der Baum unsere Welt betritt. Macht euch mit den vorhandenen Vorräten vertraut, kehrt dann zu mir zurück. Mephyrak wird wiederkommen. Er kann sich nicht lange beherrschen, auch nicht mit Führung. Merithra, das ist euer Reich. Wohin sollen wir unsere Leute zu eurer Unterstützung schicken? Wir müssen wissen, was unsere Feinde im Traum suchen. Es gibt andere Orte der Macht, wie den Tempel des Quells und das Auge von Isera. Und die Druiden der Flamme haben ihnen einen Pfad geöffnet. Ich muss wissen, warum sie hier sind. Wir werden hier anfangen. Tyrande, deckt ihre Absichten auf. Vyranov, sprechen wir über die Primalisten. Wow. Okay, ich mache mal ganz kurz Pause. Für euch geht's sofort weiter. Ich stelle schnell den Reiskocher an. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Also für euch geht's hier direkt weiter. Meine Güte, für mich ist ein bisschen Zeit vergangen. Oh.
Internet war weg. Ich musste warten, bis der Router wieder Internet hat. Wie lange hat es jetzt gedauert? Viertelstunde. Ja, aber länger als gedacht. Der Reiskocher läuft ja schon die ganze Zeit. Naja. Gut, so, wir erkunden weiter das Zentrallager. Zeigt mir euren Wert. Wandelt sanft auf der Erde. Eliana. Oh, wir können ganz schnell... Lass uns mal kurz gucken. Ne, lass uns mal erst hier mit Hüter des Ruhms, Hüter Amrim. Phyraks Truppen sind überall um uns herum und wir sind nur wenige. Danke für eure Unterstützung beim Schutz des Traums. Zu viel Veränderung von Dingen, die unveränderlich bleiben sollten. Der Traum hat nur selten so viel Aufruhr gesehen. Er ist dazu bestimmt, ein Ort des Friedens zu sein, des Lebens. Champion, wir brauchen alle Hilfe, die wir bekommen können. Ich bitte euch, auszuziehen und eure Unterstützung in den Weiten des Traums anzubieten. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Traum seine Gaben zum Dank mit euch teilen wird. Okay, das ist wie bei den Niffen. So, jetzt meine Frage. Kann ich jetzt schnell das Event nochmal schnell mitmachen? Seh nix! Wow. Erblühende Traumsaat. Ich weiß nicht, warum unser Reittier unsichtbar wird. Das ist ein bisschen doof. Aber gut. Ja, dann machen wir es einfach nochmal. Ich habe keine Ahnung. Ist, wie ich schon sagte, ein sehr, sehr kampflastiges Event auf jeden Fall. Es wäre natürlich gut zu wissen, ob man die Belohnung erst bekommt, nachdem man die Ruffraktion freigeschaltet hat. Was haben wir ja jetzt? Ihr könnt nun Schätze finden, die innerhalb des Markgrünen Traums verborgen sind. Drachenwächtermanuskripte, aha. Traumverteidiger. Hier ist eine Quest. Oh mein Gott. Die Superblüte. Da ist die Quest nämlich erst. Amedrasil wächst und braucht Nährstoffe. Der gute alte Fichterkron hat ein Ritual, um das Leben im Baum herum erblühen zu lassen. Aber unsere Feinde haben Wind davon bekommen. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Während des Rituals zapft Fichtenkrone die Magie des Traumes an, um Traumfrüchte wachsen zu lassen. Wenn ihr sie verzehrt, erlangt ihr erstaunliche Kräfte. Es könnte immer nur wenige Exemplare dieser köstlichen Früchte erscheinen. Haltet die Augen nach ihnen offen. Seid so gut und helft uns aus und der Traum wird euch reich belohnen. Aha. Ein andermal vielleicht. Da ist die Quest, ja. Gut.
Nein, das hat nicht gereicht. Wir haben nur 25 von 50 Blüten erlangt. Naja gut, dann muss ich zum dritten Mal das machen, okay. Na gut. Da weiß ich wenigstens Bescheid. Lasst uns zusammenarbeiten. Was ist die Superblüte? Okay, das kennen wir schon. Danke für eure Gut. Hilfe. Ach so, oh Gott. There they are. Da sind die Weltquests. Gut, wir gehen nochmal zurück. Mhm, die Superblüte. Da habe ich das auch verstanden. So. Dann haben wir hier Lady Mondbeere aus dem Ardenwald. Sieht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Hm? Noch ein unglaublicher Fund, Leuna. Diese Hälfte eines Funkens der Träume könnte sich für eure Fertigungspläne als hilfreich erweisen, wenn ihr sie mit einem Gegenstück vereint. Sucht euch einen weiteren gesplitterten Funken der Träume und kombiniert die beiden. Ja, kurze Erklärung, das ist das gleiche wie mit den Flammenwappen. Na, dann bekommt man so einen ganz tollen Gegenstand. Dann bekommen wir einen Funken der Träume. Danke, Lady Mondbeere. Wir werden uns wiedersehen. Wie darf ich helfen? Okay. Im smaragdgrünen Traum geht es um die Harmonie und das Gleichgewicht in der Natur. Damit Amedrasila blühen kann, benötigen wir eine große Vielfalt an Pflanzen, die zusammen mit dem Weltenbaum wachsen können. Pflanzt die Samenkörner ein, wo ihr fruchtbare Erde findet. Okay. Lebt wohl. Mache ich. Meine Waren sind von höchster Qualität. Euer Körper wird geschunden und euer Geist erschöpft. Ruht euch unter diesen Zweigen aus und träumt von einer besseren Zukunft für uns alle. Geht in Frieden. Oh, ist das das neue Wappen? Kurz zum Vergleich, so sah ja das Wappen von Darnassos aus. Moment, Wappenrücke. Na? Ich bin gespannt. Was führt euch her? Schaut euch diesen Ort an. Wie kann ich euch helfen? Genau, die kennen wir auch schon. Okay, ja, es ähnelt sehr stark den Funktionen der Niffen. Muss man so sagen. Wir haben den Ruhm, wir haben diese 1500 Erfahrungsquests. Ja, doch. Grüße, Champion. Tyrande ist aufgebrochen, um die Druiden der Flamme zu untersuchen, mehr über ihren Zweck im smaragdgrünen Traum zu erfahren und ihre Anführer zu identifizieren. Wie konnten sich Nachtelfen und Bewohner des Traums der Flamme zuwenden? Ich bin zuversichtlich, dass ihr und Tyrande die Antwort finden werdet. Für Amedrasil. Betrete den Traum, abgeschlossen. Phyraks Truppen haben ihre Pläne bereits in Angriff genommen. Wir liegen einen Schritt zurück und müssen schnell handeln, wenn wir Amedrasil erfolgreich schützen wollen. Während ihr auf den Weg hierher wart, erhielten wir Nachricht von verdächtig aussehenden Gestalten, die in einer der Grabhöhlen der Nähe eingedrungen sind. Tyrande ist bereits losgezogen, um nachzuforschen. Geht zu ihr und helft ihr. Der Traum leite euch. Okay. Nuberon, der wilde Traum eines Kindes. Oh. Aber ungünstiges Timing. Da oben die Upmount Area. Wir haben hier jetzt Sterngegner. Den nehmen wir mal mit. Da fliegen wir jetzt mal schnell hin. Oh. Amedrasil, ich liebe dich. Bin, glaube ich, auf eine Banane ausgerutscht.
Und was ist mit Riffbrecher Morut? Drachenglyphe in der Nähe. Oh, wachst du mal. Das sieht ja schön aus. Aasfressender Zwicker. Ja, okay, das geht klar mit dem Gegenheilen. Okay. Hallo, Riffbrecher. Den kennen wir ja auch schon bei, hier. Ich habe die ganzen Namen nicht mehr im Kopf. Was ist denn los mit mir? Mechagon gab es den auch zum Beispiel. Oh mein Gott. Da mache ich mit. Ist mir lieber als alles andere. Vorräte und... Ah, Ruf. Vorräte und Ruf. Okay. Was ist das jetzt für eine schöne Ecke, Mann? Ochses des Feuers. Ich habe aber auch schon gesehen, es wird noch weitere... Darf ich bitte Kräuter sammeln? Ey, ich wollte den Trant abernten. Habt ihr das gesehen? Das war eine Verarsche, glaube ich. Hier ist das erste Drachenrennen. Aber die machen wir gesondert, ne? Die machen wir gesondert. Feuerbrand, Füstia. Ja, also der Drache ist komplett glitchy. das wird hoffentlich dann noch gefixt. Okay. Weil der Superblüte ist ärgerlich, ne? Ja, was können wir denn noch machen? Reigen, die das Gewirr benutzt. Verletzte Feenwelpen wiederbelebt. Schottlinge getötet. Die Wildtiere hier wurden in eine gefährliche Raserei versetzt und bedrohen die kleinsten von uns. Ihr müsst sie retten. Das war jetzt wieder ein gutes Beispiel, ne? Also da war jetzt nichts mit easy. Wie schaffe ich das, dass ich mehrere Gegner besiegen kann? Das kann ja nicht wahr sein, dass ich es nicht schaffe, als Druide, als Wildheit oder Gleichgewicht-Druide auch nur ansatzweise gegen zwei Gegner anzukommen. Das kann ja nicht sein. Und jetzt mache ich mich wieder in Clown-Druiden. Wächterdruiden meine ich, und alles ist gut. Flüchtige Birne. Frisch gepresste Säfte haben magische Eigenschaften. Nutzt den Saft einer Traumfrucht, um einen verletzten Traumwaldgeist wiederzubeleben. Das hätte ich jetzt auch ohne gekonnt, weil ich heilen kann, oder wie? Jetzt ist der Drache da. Ah, ich brauche die. Okay.
Jetzt haben wir ganz normal, das kennen wir ja von Dragonflight, dem Ursprungsspiel, dem Hauptspiel ohne Erweiterung, das kennen wir von der Niffenhöhle, die Weltquests, ne? Die kann man jetzt machen, um Beschuppruf zu sammeln. Ich kann dich nicht einfach heilen, also... Ne. Ah, das steht doch optional. Sag bitte, dass die nicht weggehen. Okay. Wie viele haben wir? 4 von 8. Eieieiei. Ja, wir müssen natürlich jetzt storytechnisch zu Tyrande gehen und herausfinden, was Fyrak plant, warum er warum die Druiden der Flamme A. Fyrak helfen, B. was deren Ziel ist und C. warum die Diener des Traums sich Fyrak und den Druiden der Flamme anschließen. Na, das sind ja so die 3 großen Fragen. Warum zerstört Fyrak den Weltenbaum nicht einfach? Was ist sein Ziel? Was haben die Druiden der Flamme damit zu tun? Und warum lassen sich die Dryaden von denen manipulieren? So, ich bekomme gerade einen Anruf, da muss ich mal eben rangehen. Moment bitte. Warte, wir machen erst die Weltquest fertig. Ruf dann zurück. Haben wir noch irgendwo ein Früchtlein? Hier. So. Tolle Weltquest. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Ihr habt viele gerettet. Gern geschehen, Alexstrasza. 50 Ruf. Naja. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Naja. Okay. Freunden viel Glück. So, hier ist noch eine Weltquest. Da ist noch eine Weltquest. Da ist noch eine Weltquest. Da ist eine Drachenrennweltquest. Da ist eine Welt. Da ist noch ein Gegner. Da ist ein Sternengegner. Leute, wir werden in der nächsten Aufnahme erst die Story weitermachen und am Ende wieder ein paar Weltquests spielen. Vielleicht so 30 Minuten Story. Und 30 Minuten Weltquest. Irgendwie sowas. Amirdrasil. Ah, das ist schon geil. Wow. Hey, wo bin ich denn hier? Hallo? Vorratslieferantin. Hallo? Der Angriff auf den Traum wird immer stärker. Wir sind verzweifelt auf der Suche nach Handelswaren und Vorräten zur Unterstützung und Verteidigung. Sogar eine einzige Kiste kann an der Front den Unterschied machen. Vashonir kann euch helfen, die Lieferung einzupacken. Bringt diese dann zu mir. Möge Elun über euch wachen, Verteidigerin des Traums. Viel Glück. Hey, was? Wie, ich soll jetzt einfach eine Lieferung herstellen. Also hier jetzt verpacken. Wir brauchen Wildstoff in rauen Mengen, um Bandagen und andere Ausrüstung herzustellen. Bringt uns bitte Wildstoff und einige Verzauberungsmaterialien, wenn ihr welche abgeben könnt. Ihr haltet eine Warenlieferung, die ihr wöchentlich bei Eranda abgeben könnt, um die Traumwächter zu unterstützen. Okay. Nee, erstmal nur eine Kiste. Okay. Elun Ador. Vashonir wird euch durch die Vorbereitung der Lieferung unterstützen. Seid vorsichtig. Wir sind für jeden Beitrag eurerseits dankbar. Mögen euch die Sterne leiten. Cool. Unsere Lager haben einen schweren Schlag erlitten.
Wir müssen unsere Reserven schnellstmöglich auffüllen, bevor der Gegner die Oberhand erlangt. Wir werden weit mehr Vorräte brauchen als bisher erwartet. Vajonia kann euch auch dieses Mal beim Verpacken der Vorräte helfen. Bitte bringt mir 5 Kisten mit Waren. Möge Lune bei euch wachen. Lebt wohl. Hundert! Boah. Wow. Also 5 ist knackig. Aber... Warenlieferung? Warum wird denn dann das Zentrallager markiert? Was ist denn hier? Warenlieferung 0 von 5. Die Superblume fängt in einer halben Stunde an. Ja, ja, das dauert natürlich jetzt, ne? Okay, Leute, also, nächste Aufnahme. Wir starten durch und folgen Tyrande in den Grabhügel. Und wenn wir das gemacht haben, spielen wir noch ein paar Nebenaufgaben hinterher, so wie ich es gesagt habe, ne? Also erst, was ist das jetzt? Smaragdraserei. Pralle Traumsaat. Nee, wir müssen aufhören. Wir sind bei einer Stunde 17. Also, nächste Aufnahme. Wir werden die Hauptstory weitermachen. Druiden der Flamme. Und werden uns danach etwas mit den Weltquests beschäftigen. Es kann sein, dass ich ohne euch die Superblume nochmal mache. Dass wir dann die Aufgabe hier abgeben können. Die hier. Die Superblüte, nicht Superblume. Das wäre mir ganz lieb, dann müssen wir die jetzt nicht noch ein drittes Mal im Video machen. Das wäre, glaube ich, für das dritte Video in Folge pro Video einmal, das muss ja auch nicht sein. Ja, dass wir das dann erledigt haben, diese Blüten 25, dass wir da 50 von 50 haben und dann das abgeben können. Gut, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Video Nummer 2. Ich bin immer noch begeistert. Ich bin gespannt, wie die Handlung weitergeht und was sich noch im Norden verbirgt, denn wir haben ja die ganze Ecke hier noch gar nicht gesehen. Also... Bis zum nächsten Mal. Ciao.